Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir diese wunderschöne Route hier erreicht, die nach Alices führt. Wir werden heute Alices begutachten. Und unsere Aufgabe ist es ja, den Talisman, den uns Cynthia gegeben hat, an ihrer Großmutter weiterzugeben. Und deshalb werden wir genau das auch tun, nachdem ich ihr meinen täglichen Beeren wieder gepflanzt habe. Wir pflanzen mal irgendwas, was wir nicht so oft haben. Und machen das zweimal verschieden. Klar, es ist einfacher, wenn alle vieles gleiche sind. Aber man hat ja nicht immer von der gleichen Sorte das gleiche. Und deshalb zweimal hier gießen ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ein bisschen mehr Variation in unserer Beerensammlung, könnte man sagen. Ja, okay, ich gebe jetzt nicht wirklich einen großen F auf unsere Beerensammlung, aber naja. Moment mal, wie kommt man eigentlich nach da unten? Wie kommt man nach da unten? Wie kommt man dann ans Wasserfall dran? Na egal. Route 210 führt nach Alices. Es ist direkt hier. Oh. Okay, gehen wir erstmal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Letzten Part gab es viele Kämpfe. So war das. Hättet ihr sehen müssen. Guck die letzte Folge. Ja, da gab es viele Kämpfe. Da ist unser Team nochmal für die, hier neu sind. Immer schön zu sehen. Was führt dich an einen Ort wie diesen, der so weit vom Rest der Welt entfernt liegt? Hier gibt es doch nichts zu sehen, außer ein paar verwitterten Pokémon-Reliefs. Na, wir suchen nach Omas, so wie dich. Wir suchen nach der Ältesten. Oh, das ist aber interessant. Zeig mir mal bitte eben dein Pokémon. Es freundet sich langsam mit dir an. Wenn du mit ihm zusammen auf Reisen gehst, wird das Band zwischen euch noch stärker. Cool. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung sinnlos existieren. Okay. So lange schon. Alices lebendige Vergangenheit. Oh. Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Er hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesem mächtigen Astronauten zusammen mit meinen Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Was? Bombe? Oh mein Gott, ist hier Celebi drunter? Na, wie auch immer, wir müssen uns über wichtige Dinge konzentrieren. Du willst eine Bombe platzieren? Dieser schäbige Ort ist vollkommen bedeutungslos. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Solltest du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen, werde ich dich ganz einfach mit einem Pokémon-Kampf in die Knie zwingen. Na, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Hä? Ja, das kannst du nicht machen. Du wagst also ernsthaft, Team Galaktik herauszufordern? Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt, nein, mit dem ganzen Universum auf. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr seid nicht auf jedem einzelnen Fleck des Planeten überall erhältlich. Ihr seid nur hier in Sinnoh. Und das wird auch so bleiben, was auch immer euer komischer Plan sein sollte. Ich werde dafür sorgen, dass er nicht funktioniert. Schräge Typen. Stachelspore, oh oh, ich werde paralysiert. Oh, cooler Effekt. Und coole Soundeffekte. Mein Gott, dieses Spiel. Viel bessere Animationen und Effekte als andere Pokémon-Spiele, die in letzter Zeit rauskamen. Gee, ich frag mich, was Mike jetzt wohl gemeint hat. Aber ich muss wirklich sagen, wie es ist. Ich finde. Ich finde. Oh, die Bunke. Moment. Ich finde tatsächlich Brilliant Diamond, Shining Pearl oder halt hier, was wir gerade spielen, Leuchtende Perle, finde ich tatsächlich, sind die besten Pokémon-Spiele bisher auf der Switch. Also, falls ihr ein Pokémon-Spiel haben wollt auf der Switch, ich kann dieses Spiel empfehlen. Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, egal welches. Nicht beide. Eins davon reicht. Wirklich, eins davon reicht. Ja, und du hast mir keine Angst gemacht, du.
Ich wurde gerade eindeutig besiegt und das von einem Kind. Tja. Das wird mir alles zu viel. Ich habe schließlich auch nur zwei Hände. Was soll ich denn in dieser Einöde? Da verschwinde ich besser. Ich habe Angst vor dir, ja. Ja, du sollst auch Angst vor mir haben. Oh, hi. Oh, du warst großartig. Was für ein starker Trainer du doch bist. Als Älteste von Alice spreche ich dir hiermit unseren Dank aus. Nanu, dürfte ich mir mal diesen Talisman ansehen, den du da hast, Kindchen? Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir den Talisman zu bringen? Du gibst der Ältesten den Talisman. Talismane wie dieser wurden vor ewigen Zeiten hier in Alices angefertigt. Man stelle sie zu Ehren jener mythischen Gottheit her, von der es heißt, sie habe sie nur erschaffen. Auch heute findet man ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, wenn du schon einmal hier in Alices bist, warum siehst du dir bei der Gelegenheit nicht auch gleich die Ruinen an? Das sind die Ruinen? Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind die folgenden Worte in den Stein gemeißelt. Unaufhaltsam ist der Fluss der Zeit, eint Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Und du? Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Pokémon, das wie ein Pokémon aussieht. Ja. Daneben sind die folgenden Worte. Der Raum erstreckt sich endlos weit, ganz ähnlich unserer geistigen Fähigkeit. Damn, das wird ja richtig deep hier. Wo sind wir jetzt hier in diesen Ruinen? Was gibt's denn hier so Interessantes? Aha. Eine weitere Steintafel. Du untersuchst die antike Höhlenmalerei. Auf einem Wandabschnitt sind rätselhafte Formen und Zeichen abgebildet. Drei merkwürdige Symbole sind hier wie die Echtpunkte eines Dreiecks angeordnet. In der Mitte dieser Anordnung befindet sich etwas Glänzendes. Was hat es damit wohl auf sich? Ich deute diese Malerei folgendermaßen. Das Symbol in der Mitte steht für ein Wesen, das in alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass man es als Gottheit verehrte. Als Gegengewicht stellten sich diesem Wesen drei Pokémon entgegen, hier dargestellt durch Figuren, die wie ein Dreieck angeordnet sind. Diese sollten wohl die Macht jenes Wesens in Schach halten. So wird es zumindest eine alte Sage aus Sinnoh, die man sich noch heute in Alices erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, was dir vielleicht nützlich sein wird. Dir gehört meine Enkelin, aber sie braucht sie nicht mehr. Eine TM? Ist es etwa eine richtige, wichtige? Ja, es ist Surfer! Cool, jetzt können wir übers Wasser. Sie erzeugt eine Flutwelle, also die Surferattacke, die über Pokémon in der Umgebung des Anwenders hereinbricht. Diesen selbst jedoch verschont. Aber meine Enkelin hat noch etwas anderes über diese Attacke gesagt. Jetzt fällt mir ein. Du kannst Surfer über die App deines Pockets stutzen, um dich über Gewässer wie Meere oder Flüsse fortzubewegen. Dafür benötigst du jedoch zuerst den Orden der Arena von Herzhofen. Aber dabei kann ich dir wohl nicht behilflich sein, fürchte ich. Ach, Miss. Hä? Hä, komm. Okay. Hm? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich eigentlich jetzt mit einem Kampf gerechnet habe. Also noch ein weiterer Kampf. Mit einer wichtigen Person. Dann war das vielleicht nur ein Platin so? Komisch. Oh! Okay, never mind, da ist er ja. Aber da war sicher, da war hundertprozentig ein Platin in der Höhle und nicht hier draußen. Aber ja, dieser komische Typ ist wieder da. Offenbar hat sich hier eine unbedeutende Auseinandersetzung zugetragen. Wir sollten alle lieber einen Schritt zurücktreten und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Einem weiter gefassten Blickwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Maßstab zu sehen. Mein Name ist Cyrus. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Streit und Konflikte. Hier scheine ich diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch sag, haben wir uns nicht schon einmal getroffen? Und zwar am Kraterberg? Stimmt, da war doch was. Solltest du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die im Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Denn genau diese Kraft brauche ich, um eine neue Welt zu erschaffen. Ist er vielleicht ein weiterer Commander von Team Galactic? Oder vielleicht sogar was ganz anderes? Cyrus. Oder Cyrus, wie man ihn auf Englisch nennt. Wow.
Sehr interessant das Ganze. Wow, nicht stolpern. Pass gut auf. Komisch, dass sich hier die Kamera aber nicht bewegt. Wie in allen anderen Städten. Hey, weißt du eigentlich, was man sich über Sinnoh erzählt? Offenbar soll einst ein Pokémon diese Region erschaffen haben. Cool. Ah, besiege Lamina. Oh. Lamina hat doch Bock zu kämpfen. Wurde so ein bisschen rumgefunkt. Weil da hat die alte Dame etwa noch rumgefunkt. Ey, kannst jetzt mal kämpfen? Hier bitte, hör auf zu heulen, was auch immer du machst. Hör auf, deine Geister zu anzustarren. Lass mal jetzt diesen Trainer kämpfen. Und sie so, okay, okay, ich mach ja schon. Wonera! Ich muss mich am Riemen reißen und unablässig. Ups. Oh. Ups. Ich habe eine neue App bekommen. Ja, was auch immer. Hier, das ist eine Uhr. Yay! Meine Armbanduhr hat endlich eine Armbanduhr-App. Das hat aber ziemlich lang gedauert. Und jetzt haben wir auch noch Surfer. Bin gespannt, wer das einsetzt. Hier links geht es übrigens an der neuen Route. Aber laut Karte müssen wir hier noch nicht hin. Nö. Der führt zum Kraternberg. Wir waren ja mal beim Kraterberg irgendwie hier unten oder so. Nee, was? Wir waren sogar mal hier, oder? Ne? Ich weiß es nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir nach Herzhofen. Aber wir haben noch nicht alles erkundet. Bevor ich jetzt weiter erkunde, will ich mir erstmal die Uhrzeit anschauen. Ich meine, da war ja schon eine Uhr. Aber wir haben noch eine weitere Uhr bekommen. Die sich da befindet. Verdammt. Ah, wo war das? Nein. 20. Nein. Nein. Ich hasse dieses Ding zum Navigieren. Ich hasse es. Hier ist die Uhr. Was eine schöne Armbanduhr. Toll. Können wir jetzt immer schön sehen, wann ich meine Folgen aufnehme. Yay. Setz mal eine Brille auf, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Und nimmt man eine Brille ab, erscheint die Welt ebenfalls ganz anders. Denk mal drüber nach. Möchtest du den Pokémon dann auch eine andere Sicht auf die Welt ermöglichen? Schattenbrille. Ich weiß nicht, was das macht. Tagsüber ist das Sonnenlicht sehr grell. Wie wäre es mit einer Schattenbrille? Eine Schattenbrille erhöht die Stärke von Unlichtattacken. Aha. Ich habe sowieso noch nichts gehabt, was ich Scorpio geben kann. Könnten... Ups, falsche Tasche. Könnten wir ihm theoretisch doch das hier geben, oder? Was spricht dagegen? Hier, trägt er so eine Brille, so eine richtig coole Brille. Aber ich werde es bestimmt irgendwann umtauschen. Was verkauft? Ah, du bist der Laden hier. Aha. Aber ich bin geizig. Ich kaufe jetzt nichts. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Oh, sehr, sehr gut. Ich gebe hier sehr viel Geld aus, weil der verkauft hier sehr gute Bälle. Oh, Timerbälle sind auch sehr, 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 sehr nützlich. Und, Finsterbälle habe ich keine mehr, aber ich brauche jetzt auch nicht unbedingt welche. Ja, obwohl, ich kann ja mal ein paar mitnehmen. Warum nicht? Warum denn nicht das Geld sprießen lassen, ne? Und weil ich schon mal hier bin, können wir ja auch schon mal unsere Schätze alle verkaufen. Hier, alles was hier in dem Schatz drin ist, im Schatzbeutel. Außer die Fossile, die möchte ich noch beleben. So, danke fürs Geld. Dankeschön, Dankeschön. Freut mich, Geschäfte gemacht zu haben. Hier im Ort gibt es leider keinen Pokémon-Supermarkt. Stattdessen kannst du in diesem Haus hier Items kaufen und verkaufen. Ja, ist doch trotzdem gut. Ich finde, man hätte es ein bisschen besser darstellen können. Aber naja. Oh, riesiges Luxushaus. Uiuiui. Wo wohnen hier? Irgendwas Besonderes? Nee. Woher kommst du? Oh, Zweiblattdorf, sagst du? Ist das nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei das Zuhause von Vesprit, dem Wesen der Emotionen. Es wacht bestimmt über dich. Über mich? Schnappst du den Norden der Arena von Herzhofen, kannst du auf deinen Reisen jederzeit Surf einsetzen, um an zuvor unerreichbare Orte zu gelangen. Du wirst überrascht sein, wohin du dadurch überall reisen kannst. Sie hat recht. Meine große Schwester studiert die Mythen Sinnohs. Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in der Zeit, als die Mythen entstanden, miteinander gelebt haben. War es damals wohl anders als heute? Oder war alles genauso, wie wir es aus unseren Tagen kennen? Sie hat gemeint, das sei der Schwerpunkt ihrer Forschung. Das Ganze werden wir bestimmt erfahren, wenn wir dann
im nächsten Jahr Pokémon Legends Arceus, whatever. Dass wir dann das Let's Playen. Da werden wir das bestimmt herausfinden. Da liegt ein altes Buch. Du beginnst darin zu lesen. Als dieses Pokémon ward geboren, sich das Wissensstrom ergoss, zu bereichern unser Leben. Als dieses Pokémon ward geboren, der Gefühle Keim wo spross, uns zu lehren Freud und Leid. Als dieses Pokémon ward geboren, Willenskraft uns rasch durchfloss, um uns Tatendrang zu lehren. Okay. Hallo, na, studierst du die Geschichte dieser Region? Hi. Nein, ich... Ja, doch, ein bisschen eigentlich schon, ja. Wenn ich auf den Kraternberg klettern würde, könnte ich dann wohl ganz Sinnoh sehen? Vielleicht, aber ich würde es nicht ausprobieren mit deinem Alter. Mitten in Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Nirgendwo sonst in dieser Region ist man an dem Himmel näher. Ein riesiger Berg, ein Mount Everest. Wenn wir mal an die Spitze von diesem Berg kommen, das wäre doch mal ein Traum, oder Freunde? So, aber ihr habt schon gehört, Lamine hat endlich Bock zu kämpfen. Sie hört nicht mehr in der Ecke rum oder beobachtet Geister oder was auch immer sie gemacht hat. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Sondern jetzt haben wir die rumgefunkt, weil die alte Dame doch irgendwas gemacht hat. Hat sich wahrscheinlich irgendwie Hilfe gesucht. Sehr nett. Und jetzt fliegen wir da schnell hin und kämpfen endlich gegen sie. Ich hoffe, das kriegen wir noch in dieser Folge hin. Ich weiß nicht, wie lange die Arena dauert. Aber wir werden sie auf jeden Fall anfangen. Und zwar in genau 10 Sekunden. So, los geht's mit der Arena. Das war ein bisschen komisch, aber egal. Howdy, zukünftiger Champ. Die hiesige Arenaleiterin setzt Pokémon vom Typ Geist ein. Vorsicht, Attacken vom Typ Normal zeigen bei Geister-Pokémon keine Wirkung. Es ist, als wären sie gar nicht da. Gruselig, oder? Aber das findest du schon noch selbst heraus. Und lass los, du schaffst das. Oh ja, wir werden das definitiv schaffen. Scorpio darf da mithelfen. Oh yeah, das darf er ganz bestimmt. Was? Die Arena ist ganz anders als im Platin. Im Platin habe ich schon mal erzählt, ne? Mit diesen dunklen Räumen und den Lichtern, mit den Symbolen. Was ist denn das hier? Frage. 3 plus 5 plus 7 ergibt Antwort. 2-mal nach links, 16-mal nach oben und 15-mal nach rechts. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hä? Ist er gedriftet oder ist er automatisch reingegangen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht rein. Das hast du doch mit Absicht gemacht, um gegen mich zu kämpfen, oder? Oh. Kann man ohne zu kämpfen direkt zur Arenaleiterin? Direkt zur Lamine? Die haben alle auch ein Traunfugil. Die wohnen ja hier. Eins ist mir gefolgt einfach. Habe ich ja euch erzählt. Ganz ehrlich, ich bin ziemlich froh mittlerweile, dass mir das Traunfugil gefolgt ist. Ich mag es nämlich ziemlich. Das ist ein gutes Teammitglied. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht gewonnen hat. Aber hey, die Pokémon sind ein bisschen mehr auf unserem Level. Immerhin. Wir sind zwar schon fast Level 40, aber hey, endlich haben wir mal Level 30 erreicht. Und ich wette, Lamina hat schon ziemlich starke Brocken. Du machst es deinen Gegner nicht gerade leicht, was? Meine Güte. Nö. Wenn du schon mal hier bist, solltest du auch gegen alle Trainer antreten. Ich verstehe sowieso dieses ganze System hier nicht. 3 plus 5 plus 7 ergibt, das ist 15. Ach so, links ist die Antwort 2, oben ist die Antwort rechts und... jetzt verstehe ich es. Also rechts ist richtig, weil es ist 15. Ach Gott, aber ich gehe trotzdem hier rein, weil ich will gegen alle kämpfen. Warum nicht? Dauert doch nicht lang. Hast du aber keinen Pocket oder hast du es absichtlich vergeigt? Stimmt, man hat sogar einen Calculator. Man hat ja sogar einen Taschenrechner-App auf seinem Pocket. Von Anfang an.
Also für die Leute, die wirklich irgendwie nicht irgendwie im Kindergarten sind und dieses Spiel spielen und das nicht wissen, die können ja auch einfach auf ihre Pockets das eingeben. Oh Mann, ey. Oh Mann. Alpollo. Weiterentwicklung von Nebulak. Jetzt ist es keine gasförmige Gestalt mehr. Jetzt hat es sogar noch Arme. Aber Hände hat es. Und es ist weg. Ciao. Na, und ich ist halt sehr effektiv. Gegen Geist. Ah, Quall erwischt. So muss allerdings wieder zurück. Das ist nämlich eine Sackgasse. Yep, das ist es. Ich will mal ganz kurz nochmal die App zeigen. Das hier ist nämlich die App. Man kann hier einfach reingeben. Warte, was war die Frage? 3 plus 7 plus 5 ist 15. Juhu. Ich bin so schlau. Und dann kommt man hier durch. Ich meine, ganz ehrlich, für kleinere oder für jüngere kann ich es ganz ehrlich nicht übel nehmen. Korrekt, gratuliere! Yay! Yeah. Ich hab den Test bestanden. Nächste Frage. 12 plus 28 ergibt 40. Also ist es hier richtig. Aber wir kämpfen erstmal gegen die anderen. Ich war schon an sehr vielen Orten, deshalb weiß ich auch so viel. Du weißt also ziemlich viel, ja? Okay, du hast 3 Pokémon, immerhin. Aber die sind alle wahrscheinlich nicht entwickelt, oder? Wahrscheinlich auch nicht hochgelevelt. Mein kleiner Skorpion wird euch alle schlagen. Bam! Mit seinem Hinterteil, mit seinem Schweif da, mit seinen Zacken. Zack! Nachthieb. Ciao, wow. Und noch ein Nebulak und wahrscheinlich noch einer und noch einer und noch einer. Aber ich mag die Umgebung hier. Ich weiß, sie hat so ein bisschen was von so einer. Von, Level 40. Das hat nämlich irgendwie an diesen einen Pokémon-Turm, wo wir letztens waren. Fort Rostu. Da war auch diese Grabstätte. Das hat nämlich ein bisschen an diesen Ort, weil hier über so. Was ist das so? Kirschengläser sind oder wie auch immer diese Fenster heißen. Die sieht man immer in so einem Kirschen. Geiler Vergleich, ich weiß. Aber ich mag das irgendwie, hat was. Ja, ja, schon gut, du kannst auch kämpfen, ich weiß. Ich muss unbedingt neue Orte besuchen und neue Pokémon finden, so werde ich allwissend. Allwissend, sagst du? Ah, ja. Da ich an den verschiedensten Orten ein Picknick mache, habe ich schon viel gelernt. Viel gelernt? Nur 2 Pokémon, aber immerhin mehr als 1. Ein Driftlon. Ein weiteres Pokémon, wo ich mir überlegt habe, dass ich jetzt vielleicht ins Team tue. Aber statt Driftlon habe ich dann Traunvögel genommen. Ich liebe einfach Traunvögel, ja. Vor allem die Weiterentwicklung, aber dazu kommen wir noch. Filarschlag, sehr gute Fähigkeit. Aber hat ja gar kein Damage, das hat jetzt mir auch nichts ausgemacht. Ich glaube, ich bin einfach hier aber am Wegsweepen. Ich bin einfach zu stark. Viel zu stark. Ich habe auch von anderen gehört, dass man auch einfach ein sekundäres Team machen soll. Also, dass man so mit 2 Main-Teams arbeitet. Dass man, ja, wie erkläre ich das? Man hat nicht nur 6 Pokémon, sondern man hat 12 Pokémon. Aber man switcht halt hin und her, weil die Level, weil man viel zu hoch immer gelevelt ist. Aber ich mache sowas nicht. Das wäre ein bisschen zu kompliziert für mich. Eine Stärke wie deine habe ich noch nie erlebt. Echt nicht? Auch nicht bei der Arenaleiterin? Mit Pokémon begegnet man den verstehendsten Leuten. So wird einem nie langweilig. Ja, das mag schon sein. Was ist da passiert? Na ja, egal. Du-du-du. Ich mag das Geräusch. Noch eine Frage? Oder sind wir schon da? Noch eine Frage, wie es scheint. Frage 3 mal 13 ergibt... Oh, mal.
39 müsste das sein. Also ganz links. Ich habe jetzt mal falsch gerechnet, aber egal. Ganz links ist richtig. In der Schule haben wir Fächer wie Geschichte und Mathe. Du weißt schon alles, was irgendwie wichtig ist. Na, viele Fächer sind wichtig und gleichzeitig auch unwichtig. Es gibt in vielen Fächern Sachen, die niemanden jucken und niemanden im Leben weiterhelfen. Und man muss die aber trotzdem machen, weil sie sind die Lehrer stinkig und genervt. Weil die haben den Auftrag bekommen, das jetzt beizubringen, obwohl das niemand lernen möchte. Aber man muss es trotzdem machen, man will ja auch eine gute Note. Trotzdem nervig. Es gibt genug von solchen Fächern. Wie viele Themen haben, die niemanden interessieren. Geschichte ist auch zum Beispiel so ein Fall. Oder Mathe auch. Was? Habe ich einfach nicht genug gelernt? Nö. Weiß ich nicht. Du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen gemeistert. Coole Taktiken drauf. Das sind nur ein paar der vielen Gründe, warum du gewonnen hast. Okay. Sehr interessant. Und ja, ich bin jetzt extra sogar in diese Arena gegangen. Ohne Heil-Items. Ich will mir das ein bisschen schwieriger machen. Ich hab bestimmt schon viel mehr über Pokémon gelernt als du. Das mag ich zu bezweifeln, kleine Priska. Ich denke schon, dass ich mehr gelernt habe als du. Du kannst gerne weiter träumen. Aber dann im Reich des... in the Realm of... Geister-Pokémon. Na gut, ist er eigentlich hier. Oh Gott, ich muss aufpassen. Jetzt müsste ich aber mal wirklich heilen. Wenn ich nicht vorhabe, meinen Belieber zu verwenden dafür. Giftstreich. Giftstreich. Ein schneidender Hieb, der das Ziel eventuell vergiftet, hat eine hohe Volltrefferquote. Eine sehr gute Giftattacke. Sandwirbel ist zwar auch ganz gut, weil die Genauigkeit sinkt, aber ich mache Sandwirbel weg, weil ich möchte Gift, ich möchte Toxin behalten. Ja, Toxin ist halt 100%ige Vergiftung und die Attacke ist halt eine Giftattacke, die vielleicht vergiftet. Ich mag halt immer so nochmal Toxin extra noch dazu zu haben. So, bevor ich jetzt angreife, sollte ich auf jeden Fall heilen. Weil, oh Gott, das könnte nach hinten losgehen, wenn er jetzt auch noch die gleiche Fähigkeit hat. Und das wird er bestimmt haben. Ich meine, es gibt Trainer, die haben wie 6 Kleinsteins und alle Kleinsteins haben Robustheit. Du könntest nochmal schön abnerven mit Finale als Attacke. Super nervig. Spukbar hat man gerade gesehen, glaube ich. So, aber jetzt tschüss. Bam. Das müssten nicht alle Trainer gewesen sein, oder? Level up. Level up. Ach Menno, dass mich dein Sieg so wütend macht, lässt mich noch verärgerter werden. Okay. Ich analysiere meine Niederlagen immer. So steigen meine Chancen auf einen Sieg. Cool. Das ist doch gut. Und nun sollten wir da sein, oder? Schön. Sind wir schon da? Nein. Frage. Die Antwort aus dem ersten Raum war... Ja, 15 war die erste. Ich bin doch nicht dumm. Nein, ich wollte noch nicht reingehen. Moment, wo komme ich raus? Oh, ich dachte schon, ich werde zum Anfang teleportiert. Nee, werde ich nicht. Okay, gut. Ja, wir wollen dann natürlich gegen alle Trainer kämpfen. Aber die Arena ist ja voll langweilig. Du kannst ja alles in gefühlt 20 Sekunden durchskippen. Jetzt mal im Ernst. Warum beantwortest du die Frage nicht vernünftig? Du könntest ohne Probleme zur Arenaleiterin gelangen. Was für eine Zeitverschwendung. Dann muss ich dir eben Manieren beibringen. Ja, er hat recht. Aber ich will halt lernen. Nein, ich will einfach nur leveln. Ich will euch einfach nur alle platt machen. Ich will euch alle platt machen. Jeder Trainer, der hier rumsteht und denkt, der wäre besser als ich. Alle platt machen. Kommt her. Traut euch. Kommt zu mir. Ei, ei, Captain. Geht das nicht lauter? Nee, wir sind schon besiegt. Geht nicht. Sogar ein Crit. Was war das für ein komischer Sound? Ich meine, ja, jetzt seit Diamant und Pearl Remakes hier, was wir gerade spielen, haben alle Pokémon einen neuen Sound, wenn sie besiegt werden. Aber ich finde das irgendwie super weird.
Habe ich bestimmt schon mal erwähnt, aber trotzdem, ich bin da kein großer Fan von. Ich finde das super komisch. Bei vielen Pokémon hört sich das auch nicht mal so gut an. Oh, man hat die ganze Entwicklungsreihe gesehen. Nebulak, Alpollo und jetzt das letzte Pokémon. Gengar! Ich meine, hey, wer kennt Gengar nicht? Das ist eins der... Oh, schon wieder leer. Eins der beliebtesten Pokémon auf dieser Welt. Und ich übertreibe hier nicht. Das ist wirklich so. Das ist zwar ein bisschen Risiko, jetzt Traunvögel rein zu switchen, wegen den Geistattacken, die es drauf haben kann. Aber ich vertraue auf meinen Traunvögel. Außerdem bin ich viel höher gelevelt. Also sollte das doch kein Problem sein. Was? Oh oh, Bürde. Oh oh. Aua! So willst du also spielen, ja? Dann komm her, Bürde! Perfekt. Der Stan wurde besiegt. Tja, das habe ich wohl verdient. Ich sollte nicht so vorlaut sein. Ja. Ich werde dich und deine raffinierten Pokémon im Auge behalten. Okay. Na gut, Leute. Wir werden dann in der nächsten Folge gegen Lamina kämpfen. Sie steht da schon und wartet auf mich.